Hallo, ich bin Elienyx und in diesem Video zeige ich dir alles über Savefiles in The Sims 4. Viel Spaß! Savefiles sind eine tolle Möglichkeit, um dein Spiel spannender zu gestalten. Und zwar von Anfang an. Du hast keine Ahnung, was Savefiles sind? Keine Panik! In diesem Video erkläre ich dir alles Schritt für Schritt. Zuerst einmal die Basics, was Savefiles überhaupt sind und wo du diese finden kannst und dann natürlich auch, wie du sie in dein Spiel bekommst. Los geht's! Was ist ein Savefile? Ein Savefile ist sozusagen der Spielstand einer anderen Person. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein wenig seltsam und bestimmt fragst du dich, warum sollte ich den Spielstand einer anderen Person haben wollen? Die Antwort darauf ist ganz simpel. Momentan sieht es bei dir immer gleich aus. Jede neue Familie, die du erstellst, wird in die gleiche Welt hineingeworfen, immer dieselben Häuser, immer dieselben Sims. Alles eben dasselbe, das EA zur Verfügung stellt. Aber schon vorhandene Savefiles können das von Grund auf verändern. Es gibt neue Grundstücke, atemberaubende Häuser und Sims mit so spannenden Geschichten. Das solltest du wirklich auf keinen Fall verpassen. Es gibt jede Menge Savefiles, in denen der Fokus hauptsächlich darauf gelegt wird, dass alles ein wenig schöner und liebevoller gestaltet wird. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die zum Beispiel nach einem bestimmten Thema gebaut sind. Also beispielsweise gibt es ein Disney-Savefile oder auch eine postapokalyptische Zombie-Welt. Wie du siehst, es gibt wirklich sehr viel Auswahl und ich zeige dir in diesem Video, wie du die besten Sims 4 Savefiles für dein Spiel finden kannst. Übrigens, viele Savefiles haben überhaupt nichts mit Custom Content oder Mods zu tun. Bei manchen brauchst du nicht mal eine Erweiterung und kannst sie ganz einfach mit dem Basisspiel nutzen. Um ehrlich zu sein, das perfekte Savefile zu finden, das kann schon eine Herausforderung sein. Am besten gibst du einfach mal in der Suchmaschine deiner Wahl Sims 4 Savefile ein und schaust, was du so findest. Natürlich habe ich für euch aber auch schon recherchiert und arbeite an dem ein oder anderen Video mit den besten Savefiles. Also vergiss nicht, mir ein Abo dazulassen, das möchtest du sicher nicht verpassen. Nun sind wir auch schon am wichtigsten Teil des Videos angelangt, denn jetzt erkläre ich dir, wie du Savefiles in dein Spiel bekommst. Das zeige ich dir jetzt am Beispiel von Charlie's Pancakes Base Game Savefile. Hier sind wir jetzt auf der Patreon-Seite von Charlie Pancakes. Vielleicht kommt dir sein Name bekannt vor, denn Charlie Pancakes macht auch großartigen Custom Content. Und hier sehen wir nun das Savefile, das ich euch heute vorstellen möchte. Dieses nennt sich 10 Years Later, also 10 Jahre später. Und wie wir sehen, es ist ein Base-Game-Savefile, also ihr benötigt dafür wirklich nur das Basisspiel. Also keine Erweiterung, keine Mods, kein Custom-Content oder sonst irgendetwas. Und hier auf der Patreon-Seite von Charlie Pancakes könnt ihr euch das dann eben herunterladen. In der Beschreibung wird dann noch ein wenig näher erklärt, was euch im Savefile erwartet. Und zwar, wie der Titel schon sagt, spielt das Savefile eben 10 Jahre später. Man sieht also so manche bekannte Gesichter wieder, die man eben aus dem Spiel schon kennt, aber diese haben sich in den letzten 10 Jahren natürlich weiterentwickelt. Also ich habe mir das Savefile jetzt auch noch nicht so wirklich angeschaut, also ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt und wir schauen uns das dann auch gleich im Spiel an. Vorher möchte ich euch aber noch diese beiden Bilder zeigen. Hier haben wir jetzt Willow Creek und wenn ich richtig sehe, dann hat sich wirklich jedes einzelne Grundstück verändert. Dann haben wir natürlich noch Oasis Springs und die dritte Welt, die es im Basisspiel gibt, das ist dann noch Newcrest. Um das Savefile in euer Spiel zu bekommen, müsst ihr einfach nach unten scrollen und hier diese Datei herunterladen. Also 10 Years Later, Savefile, Base Game Only und es ist eine ZIP-Datei. Und die laden wir jetzt einfach mal herunter. Sobald es heruntergeladen ist, müsst ihr einfach in euren Downloads-Ordner gehen und hier sehen wir es dann schon und dann mit Rechtsklick alle extrahieren, werden wir das Ganze entpacken und dann sehen wir es eben schon hier im Download-Ordner und so sieht die Datei aus. Grundsätzlich sieht eine Savefiles-Datei immer so aus, also es beginnt immer mit Slot, dann Underline, dann irgendeine Zahlenkombination, Punkt und Save. Um den Spielstand jetzt in euer Spiel zu bekommen, müsst ihr in euren The Sims 4 Ordner. Normalerweise befindet sich das einfach unter Dokumente, Electronic Arts, dann The Sims 4. Und hier haben wir jetzt den Ordner Saves und diesen öffnen wir jetzt einfach einmal. Hier seht ihr jetzt alle eure Spielstände. Also das sind jetzt eben alle meine Spielstände
Und wie ihr euch vermutlich schon denken könnt, hier kann man wirklich eine ganze Menge kaputt machen. Also wenn man da irgendetwas Falsches löscht oder ersetzt, dann hat man eben seine Spielstände verloren. Und nein, die kann man auch nicht mehr herstellen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr ein Backup macht. Also bevor ihr hier irgendetwas ändert, kopiert euch diesen Ordner einfach irgendwohin, einfach auf den Desktop oder in irgendeinen eurer Ordner. Nur falls irgendetwas schief läuft, dass ihr eure Spielstände eben nicht verliert. Und jetzt gehen wir eben in unseren Saves-Ordner und ziehen die Datei, die wir gerade heruntergeladen haben, einfach hier rein. Und wie ihr seht, es gab jetzt keine Probleme und die Datei ist einfach da drinnen. Das muss aber nicht immer der Fall sein, denn es gibt ein mögliches Problem, das leider gar nicht so unrealistisch ist. Denn wie ihr seht, jeder Spielstand hat einen individuellen Namen mit individuellen Zahlen. Wenn ihr jetzt aber einen Spielstand herunterladet, der, sagen wir, auch diese Zahlenkombination hat, also hier würde jetzt auch stehen 000000030, dann würde er euren Spielstand ersetzen, wenn ihr die Datei da reinzieht. Das heißt, wenn ihr die heruntergeladene Datei in euren Saves-Ordner zieht und es kommt eine Warnung, dass schon eine Datei mit diesem Namen existiert, klickt auf keinen Fall auf Ersetzen oder auf OK, weil dann habt ihr einen eurer Spielstände gelöscht. In diesem Fall am besten auf Abbrechen klicken und hier einfach irgendeine Zahl ersetzen, bis diese Warnung nicht mehr kommt. Also zum Beispiel ersetzt ihr dann die 3 hier durch eine 4 oder durch eine 5, eben so lange, bis keine andere eurer Dateien diesen Namen hat. Aber falls ihr alles befolgt habt, was ich euch in diesem Video gesagt habe, sollte es auch kein Problem sein, wenn ihr eine Datei ersetzt, denn ihr habt ja hoffentlich ein Backup gemacht. Und in diesem Fall nehmt ihr einfach euer Backup, fügt es in den Saves-Ordner ein und eure Spielstände sind ganz normal wieder da. Und wir haben jetzt eben das 10 Years Later Save-File in unserem Spiel. Und das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Hier sind wir jetzt im Spiel und hier müsst ihr ganz einfach auf Spiel laden klicken. Und hier seht ihr jetzt alle meine Spielstände und ganz oben haben wir die Familie Pancakes, 10 Years Later Base Game Only. Und genau das ist unser nagelneues Save-File. Übrigens, es muss nicht sein, dass euer Save-File hier ganz oben aufscheint. Es kann sein, dass ihr ein wenig scrollen müsst, also macht euch am besten einfach mal auf die Suche, wo sich euer Save-File versteckt. Aber gut, wir laden jetzt einfach mal ins Spiel und schauen uns das Ganze näher an. Und hier haben wir jetzt Willow Creek. Hier ist unsere aktive Familie, also eben die Pancakes-Familie. Hier haben wir Bob Pancakes, Amy Pancakes und Willy Pancakes. Also Bob lebt hier nicht mehr mit Eliza. Das heißt, anscheinend ist eine ganze Menge passiert. Das werden wir uns ein wenig später gleich mal anschauen. Aber schauen wir uns vorher noch die anderen Grundstücke hier an. Wer lebt hier denn noch? Hier lebt die Caliente-Familie. Dann haben wir hier einen Park. Hier ist ein leeres Haus, dann haben wir hier eine Bar, Solani Island Bar in Willow Creek, okay. Hier ist auch ein sehr großes Haus, Trailer Homes Community. Oh mein Gott, wie cool ist das? Dann lebt hier die Familie Patel. Oh, ist das Zoe? Ja, Zoe lebt hier mit Shayla. Dann haben wir hier ein leeres Grundstück, hier wohnt die Familie Lee. Hier ist noch ein leeres Grundstück. Hier sind eindeutig die coolsten Häuser. Also hier ist ein Park, dann eine Lounge. Da ist eine Bibliothek und hier lebt jemand von der Familie Goff. Cassandra Goff. Da haben wir dann noch einen Nationalpark. Hier hinten Willow Creek's Elder Care. Oh. Hier lebt die Spencer Kim Lewis Familie, Landgrab und Pancakes. Ah, hier ist also Eliza gelandet. Eliza hat anscheinend neu geheiratet, und zwar Malcolm. Was macht dann Alicia Pancakes hier? Ah, vielleicht ist das die Tochter von Eliza. Das werden wir später dann herausfinden. Dann lebt hier die Familie Goff, aber hier leben eben nicht mehr alle, nämlich Mortimer, Bella und Alexander. Oder sieht man auch, wie die älter geworden sind. Hier leben Huntington und Pancakes, also noch ein Pancakes. Der Romeo Pancakes. Und hier hinten haben wir noch ein leeres Wohngrundstück. Aber gut, dann schauen wir uns jetzt gleich auch mal Oasis Springs an. Da das nämlich ein Save-File des Basisspiels ist, sind natürlich auch nur Willow Creek, Oasis Springs und Newcrest verändert. Das heißt, so viel zu entdecken gibt es hier dann auch gar nicht.
Und das ist unser neues Oasis Springs. Hier haben wir ein leeres Haus. Hier lebt die Familie Jamal. Noch ein leeres Haus. Die Familie Grubbs. Die Familie Armstrong. Also bis jetzt kenne ich hier niemanden. Hier haben wir eine Lounge, ein Pool. Hier sind Apartments. Also natürlich nicht wirkliche Apartments, aber eben so gebaut, dass sie Apartments darstellen sollen. Dann haben wir eine Bar. Die Familie Barclay, ein leeres Haus, ein Fitnessstudio. Die Familie Lee, Familie Richards, ein riesiges Museum. Hier Landgrab und Lothario. Die sind auch verheiratet. Don Lothario hat Nancy Landgrab geheiratet. Spannend. Dann Sullivan, Scott Holiday. Ach, ich kenne die irgendwie alle nicht. Da sind noch andere Pancakes. William und Angela. Hier die Familie Stein. Und hier haben wir auch ein leeres Starterhaus. Also ich finde es auch super durchdacht, dass es in jeder Welt auch ein leeres Startergrundstück gibt, das man eben gleich in Sim erstellen kann und hier einziehen kann. Und dann schauen wir uns natürlich auch noch Newcrest an. Auch Newcrest ist natürlich vollständig überarbeitet. Hier haben wir ein paar Gemeinschaftsgrundstücke, einen Nachtclub, Nationalpark, wieder ein Museum, noch ein Museum und eine Bar. Hier lebt die Familie Lee schon wieder. Hier haben wir ein leeres Grundstück, hier lebt die Familie Zhao, die Hastings, die Familie Sest, hier haben wir einen Park, hier haben wir die Familie Palmer, die Familie Parik und die Familie Carpenter. Finde ich absolut großartig. Wir werden uns jetzt natürlich nicht alle Häuser im Detail anschauen, aber ich finde, was man hier sieht, sieht schon alles wirklich sehr, sehr gut aus. Aber bevor ich das Video beende, möchte ich unbedingt noch bei der Familie Pancakes vorbeischauen und einfach schauen, was da so passiert ist. Das ist nämlich das Großartige an Save Files, dass so viele Geschichten hier verpackt sind. Also, dass die Sims auch eigene Geschichten haben und eigene Beziehungen und andere Stammbäume. Das macht eben alles um so viel spannender. Und hier sind wir. Ah, das soll eine Doppelhaushälfte sein. Cool. Das ist echt eine unglaublich coole Idee. Und das andere Haus ist anscheinend leer. Hat es hier gebrannt? What? Okay. Aber sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Und dann schauen wir mal, was bei Bob so los ist. Also den Stammbaum möchte ich mir anschauen. Eines seiner Kinder ist verstorben? Iggy Pancakes. Vernichtung durch Feuer. Ist er vielleicht im Keller verbrannt? Dann haben wir hier eben Alessia Pancakes. Ach, die lebt bei ihrer Mutter. Genau, das haben wir gesehen. Die lebt bei Eliza. Und dann gibt es eben noch den Willy. Der lebt bei seinem Vater. Und hier lebt dann auch noch Amy. Ah, das ist seine Schwester. Das ist alles ein bisschen verwirrend, aber wirklich auch sehr, sehr gut durchdacht. Also auf den ersten Blick sieht dieses Save-File wirklich großartig aus. Ich glaube, ich muss hier auch unbedingt mal spielen. Und nun wisst ihr auch schon alles über Save-Files, das ich euch erzählen könnte. Und wir sind schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!